Neues Video auf Ehrenpflaume. Heute ein Tag mit Marcel Remus. Er ist ja auch bekannt als der Mallorca-Makler. Hat das komplette Immobilienbusiness hier auf den Kopf gestellt. Eine echte Selfmade-Erfolgsgeschichte. Und es gibt zwei Seiten bei Marcel. Es gibt die eine laute, schrille, bunte, mit der er natürlich auch bekannt geworden ist und Werbung für sich selber macht. Und es gibt die andere private, durchaus bodenständige und nachdenkliche Seite. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Ihr werdet ihn heute kennenlernen. Ich werde ihn heute auch das erste Mal persönlich treffen. Er wird euch ein super fettes, teures Haus zeigen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ihr könnt was gewinnen. Zusammen mit meinem Partner Eurowings Holidays gibt es nämlich ein tolles Gewinnspiel, eine Städtereise nach Rom. Alles, was ihr tun müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also viel Spaß, bleibt dran, jetzt geht's los! Letztes Jahr verkauft 102 Millionen Transaktionsvolumen. Da habe ich halt auf Kreditkarte alles bezahlt, wusste aber nicht wirklich, wann jetzt die nächste Kohle wieder reinkommt. VIPs, die man, Promis, die man aus dem Fernsehen kennt. Ich glaube, wenn ich nicht Makler wäre, dann würde ich irgendwas in der Marketingbranche grundsätzlich machen. Und dann komme ich hier zurück in meine kleinen Mini-vier Wände. Da habe ich mir vorgenommen, mit 40 in Rente zu gehen, also in 3 Jahren. Hola, hola! Hi! Hallo! Guten Morgen! Ja, hallo! Hoffe ich sehr! Ja, freue mich auch. Alles klar hier bei euch? So, ja, willkommen in meinen kleinen, überschaubaren, bescheidenen 69 Quadratmeterchen. Am Ballermann muss ich noch dazu sagen. Ja. Unweit von Megapark und Bierkönig, ja. Also wir müssen vielleicht ja erstmal dazu sagen, dass wir uns tatsächlich noch nie persönlich getroffen haben. Also ich kenne dich natürlich schon seit gefühlt Ewigkeiten, aber noch nie persönlich getroffen, richtig. Ja. Also es ist ja umgekehrt genauso. Ja. Also ich kenne dich natürlich auch aus verschiedenen Fernsehformaten und Social Media und aus Zeitungsberichten und so. Aber so ist das manchmal. Also schön, dass du da bist. Jeder hat sich irgendwie mal irgendwo schon mal gesehen, aber bei uns in der Tat noch nicht. Ja, richtig, genau. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können und danke für die Einladung. Voll gern. Wir freuen uns. Ja, was hast du nach Mallorca gekommen? Ausgewandert bin ich am 23. August 2006, Mittwochmittag. Großer Tag in meinem Leben. Goodbye Deutschland. So ähnlich, genau, so war es. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du auf Mallorca? Du kannst entweder Yachten verkaufen, aber ich habe von Technik nicht so die Ahnung, oder du verkaufst oder machst irgendwas im Tourismusbereich, irgendwas mit Hotellerie oder Restaurant und so weiter. Da ist aber die Zeit natürlich sehr begrenzt, weil du eigentlich nur Saison. Ist ja auch eine Saftbar öffnen können. Natürlich, oder, super Idee. Wie bei Deutschland, genau. Sehr gute Idee auf jeden Fall. Nee, das habe ich mir überlegt, dass wir also sowieso nicht. Das solltest von vornherein nicht sein. Ich wollte was Vernünftiges machen. Ich wollte nicht wieder bei den Rückwanderern zu sehen, sondern im Fernsehen, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fand Immobilien schon immer spannend und Häuser und Design und Architektur und dachte mir, okay, warum nicht Immobilienmakler? Hast du damit in Deutschland schon was zu tun gehabt? Gar nicht. Ich bin auch, das ist das absolut Lustigste überhaupt, ich bin bis heute kein gelernter Immobilienmakler. Okay. Also ich habe keine Ausbildung gemacht, sondern ich bin tatsächlich dann mit 19 in das Büro gelaufen, bei einem großen Makler hier auf Mallorca und habe gesagt, hola, 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 hier bin ich jetzt und ich möchte gerne Makler werden, habt ihr irgendwie einen Schreibtisch für mich frei und dann bin ich dann, habe ich da losgelegt, angefangen, ohne Festgehalt, die haben nichts bezahlt, also du hast quasi kein Geld bekommen, sondern nur auf Provisionsbasis. Und habe mir dann überlegt, obwohl ich ja keine Ausbildung hatte, wie würdest du gerne selbst betreut werden wollen, wenn du der Käufer bist. Und so habe ich mich dann angestrengt und da reingefummelt und reingearbeitet. Und dann habe ich innerhalb von 3 Monaten an einen mallorquinischen Opa, ich weiß nicht, bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, die erste Wohnung verkauft für 480.000 Euro. Mhm. Und das war natürlich ein Highlight und das werde ich nie vergessen. Da habe ich mir von der ersten Provision so einen kleinen Peugeot 107, so eine kleine Schuhschachtel gekauft. Mein erstes Auto selbst bezahlt, aus eigener Kraft sozusagen. Hab dann da immer meine ganzen Kunden reingesetzt. Die saßen da hinten so da drin und sagten, jetzt geht's los zur Besichtigung. Also eine lustige Geschichte, wie man dann hier so auf Mallorca Fuß fasst und Geld verdient am Anfang. Ja. Krass. Wann bist du dann hierher gekommen? Also hier in die? Also hier in die Immobilien, die wohnen und das habe ich gekauft. Und zwar war es eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte mit 24 meine erste Immobilie auf Mallorca gekauft. Das war ein mega schönes Penthouse im Hafen von Palma. Mhm. Dann hatte ich eine Kundin, eine ältere Dame aus der Schweiz, die gesagt hat, sie sucht was zur Miete. So bis 5.000, 6.000 Euro Kaltmiete im Monat, ob ich denn nicht was Schönes hätte. Und dann ist der Mietmarkt ist total kompliziert auf Mallorca, es gibt nichts Vernünftiges oder wenig Vernünftiges. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, also eigentlich wäre das die perfekte Mieterin für mein Penthouse. Mhm. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, soll ich das einfach mal zeigen? Es war ja nicht geplant, das zu vermieten. Dann sage ich, okay, dann zeigen wir es mal. Und dann hat die gesagt, das ist es genau. Mhm. 80 Quadratmeter Mega-Terrasse mit Meerblick. Ja, 60.000 Euro Kaltmiete im Jahr, zahlt sie im Voraus. Und sage ich, okay, ich packe schnell meine 3 Hemden und 2 Unterhosen ein und bin weg. Und das gehört dir? Das gehört mir immer noch. Das ist meine erste Villa oder meine erste Immobilie, meine erste Wohnung auf Mallorca. Mhm. Danach habe ich am Ballermann quasi schon Wohnung gekauft.
weil ich da schon gesagt habe, ich bin der Meinung, dass der Ballermann langfristig das neue Miami Beach wird. Mhm. Das könnte jetzt noch ein paar Jahre dauern, dauert vielleicht noch ein paar Jahrzehnte. Aber ich glaube, also ich muss ja auch sagen, die Wohnung, die ich hier habe, vermiete ich alle Langzeit. Mhm. Und das funktioniert super. Also wenn ich jetzt mal hier so aus dem... Das können wir schon zeigen, genau. Wenn man sich das so vorstellt. Ein bisschen Ocean Drive-Style hat es ja schon. Ja, schon. Ja. Also ich wohne hier tatsächlich gerne, auch wenn es viele Kunden nicht verstehen können. Aber für mich ist es so, wenn du den ganzen Tag dir den Arsch aufreißt und irgendwie 14, 15, 16 Stunden arbeitest und diesen ganzen Luxus-Lifestyle da drüben quasi in Palma schon wieder Andratsch hast und dann komme ich hier zurück in meine kleinen Mini-Vier-Wände und dann ist das für mich so ein bisschen wie Urlaubsstimmung, weil hier sind natürlich auch im Sommer viele Touristen. Ich liebe es auch im Winter, weil du im Winter deine Ruhe hast. Du kannst hier schön spazieren gehen, Sport machen und dann abends mit Kumpels was trinken gehen und lecker essen gehen und so weiter. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du hier, ne, in dem Gebiet hier, wenn du jetzt abends hier mit Kumpels was essen, was trinken gehst, dann wirst du doch permanent angequatscht. Ja, aber das kann man sich ja schon so ausstatten und anziehen, dass man das jetzt nicht unbedingt, also es passiert ja schon tatsächlich. Aber es ist okay, also alles wunderbar. Also es kommen mal hier und da eine an und sagt, ach Mensch, kenne ich vom Fernsehen oder irgendwie cool, was du machst auf Mallorca und unser Lieblingsmakler oder sowas, aber ist ja... Sind unser Leute. Lieblingsmakler. Ja, klar, the one and only, also, wenn sonst. Ja, unser Fernsehlieblingsmakler. Da würde ich dann sofort zurückfragen, wie viel kennst du denn? Ja, genau, das ist der einzige. Unser kennt keiner dann. Genau. Ja, klar, super ich Chancen. Ola, dein Lieblingsmakler. So sieht's aus, ja, klar. Okay. Ja, und deswegen bin ich hier, baue jetzt aber gerade mein eigenes Haus, weil ich jetzt nach 5 Jahren, ich bin jetzt 5 Jahre hier oder 6 Jahre sogar schon, habe jetzt gesagt, okay, jetzt werde ich langsam dann auch mal älter und jetzt sollte man vielleicht mal den Ballermann wieder verlassen. Mhm. Ja. Und wo warst du jetzt? Auch in Zombida und baue da mein Haus, was ich auch nicht vermieten werde. Also wo du dann auch Wo ich selber einziehe, ja. Muss ich mich zwingen, weil ich halt immer so ein bisschen ans Business denke und denke mir, okay, wenn ich dann irgendwie gerade unterwegs bin, könnte man das ja vermieten, aber das mache ich diesmal nicht. Mhm. Ja. Cool. Und wie viel Zeit verbringst du dann hier? Also wie oft bist du? Ich bin hier, deswegen habe ich ja eigentlich so eine kleine Wohnung, 69 Quadratmeter, weil ich mich tatsächlich eigentlich, der Fernseher ist nicht mal angeschlossen, also ich gucke ja auch kein Fernsehen. Das kann man, da ist noch die Folie, Detail. Ich weiß, ja, die genau. Folie ist auch noch drauf. Ich habe ja immer einen Blick fürs Detail, ne? Genau. Hier ist nicht mal die Folie. Du kannst da eigentlich auch mal nach 5 Jahren abziehen, wenn du möchtest, genau. Ach, da sollte man sich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ja, genau, lass drauf. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, weil ich halt so normal bin und bodenständig, habe ich mir von vornherein gedacht, ich muss jetzt nicht Das ist immer schwierig, sowas über sich selber zu sagen. Ja, aber ich glaube schon, dass ich, also ich glaube, jeder andere mit 24, 25, der das Geld verdient, was ich verdient habe, damals hätte sich dann doch die fette Villa gekauft und direkt den fetten Porsche und dies und das und jenes. Und da habe ich halt gesagt, weniger ist mehr. Lieber, ich meine, ich bin früher Dressur und Spring geritten, war Showreiter, war Appassionata. Da habe ich für das ganze Wochenende irgendwie 150 Euro bekommen. Das heißt, ich weiß halt, wie hart man arbeiten muss, um am Ende versteuert 100 Euro auf dem Tisch liegen zu haben. Ja. Versteuert, das ist, vergessen auch mal viele, dass sie noch Steuern zahlen müssen. Ja. Deswegen habe ich halt gesagt, ich kaufe diese Immobilien zwar, aber vermiete sie halt gut und gewinnbringend und wohne halt lieber klein und fein. Das ist sehr geschäftstüchtig in erster ja. Linie. Ja, macht also hat Sinn. Ja funktioniert für mich ja. ganz gut. Also ne, wenn man nicht so viele feste und fixe Ausgaben hat, dann ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn du dann hier mal Besuch hast? Ja, dann müssen die sich halt in die Reihe setzen, weil so viel Platz haben wir ja nicht. Also, ja. Das ist überschaubar. Hier ist mein Buch. Ja. Das ist ein bisschen dekadent, sich dann natürlich überall hinzustellen, aber das ist, glaube ich, auch bei mir so eine Sache. Ich bin halt da echt stolz, weil ich jedes Buch, also jedes Wort, es ist ja mittlerweile, kommt das zweite jetzt dann im Juni raus, jedes Wort ja selbst geschrieben habe. Also ich habe ja keinen Ghostwriter oder sowas dazu gehabt, sondern ich habe halt meine 2 Bücher jetzt komplett jedes Wort selbst geschrieben. Davon habe ich schon mal gehört, die 5 A's, genau. A's, ne? Alles anders als alle anderen. Ja, und das ziehe ich auch tatsächlich durch, egal was ich mache. Ja, also man muss ja sagen, wirklich, also großen Respekt vor dem Erfolg, den du natürlich hier hast und hast du ja ein super Geschäft aufgebaut. Ne? Ich sage mal, man muss mich ja nicht mögen. Es gibt ja auch viele, die zerreißen sich das Maul und finden mich total bescheuert, aber auch die reden drüber und am Ende ist es wieder Werbung. Ja. Also ich finde, da müssen wir später nochmal drüber reden. Ich habe ja, habe ich vorhin gerade erzählt, vor einiger Zeit den Podcast mit meinem Freund Philipp Westermeier gehört. Und ja, ich hatte... Ja, was hatte ich für ein Bild von dir? Ja, ich hatte auch ein Bild von dir, was natürlich eher von den Medien geprägt ist, weil ich dich ja so privat nie gesprochen habe. Und war dann ganz überrascht, dass es da doch zwei definitiv sehr unterschiedliche Seiten gibt. Total. Und so auch, wie du das beschrieben hast, also was zu deiner öffentlichen Seite und deiner Marke gehört. Das glauben halt viele nicht. Die denken halt, der ist dieser Laute und der haut da mit Pauken und Trompeten auf die Kacke und so weiter. Das mache ich ja auch, aber am Ende, wenn man das mal so ein bisschen analysiert, warum ich das mache, ist es halt, weil es so viele Makler gibt,
Aber ich kann ja, wenn ich jetzt reflektiere und ich liege dann abends in meinem kleinen Bett hier und ziehe die Bettdecke drüber und liege dann da und denke, okay, war der Tag geil? Ja oder nein? War das alles scheiße? Dann warum war es scheiße? Habe ich irgendwas verbockt? Hätte ich was besser machen können? Geht es in die richtige Richtung? Dann kann ich ja, wenn ich jetzt einen Strich drunter mache nach all den Jahren, sagen, erstmal bin ich total happy mit mir selber, ich bin total zufrieden. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man selber sagen kann, es ist alles geil, wie es so läuft. Ich habe jeden Tag Spaß an der Arbeit, auch wichtiges Thema. Ich mache das, worauf ich Bock habe, wenn ich morgens aufstehe, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und verdiene noch Geld und wohne auf der schönsten Insel hier. Also deswegen ist doch alles, also ja, kann man doch nur dankbar sein. Ja. Deswegen, natürlich läuft nicht immer alles rund, aber da muss man sich halt den Arsch aufreißen und sich bewegen und man ist ja seines Glückes Schmied. Also das kann total, ja jeder selber absolut machen. Ja, absolut. Ja, also das aber die Seite kennen halt die wenigsten, dass ich halt dann wirklich doch klar im Kopf bin. Und auch ein bisschen mich selber beobachte, es klingt ein bisschen komisch und verrückt, aber mich selber so beobachte, wie ich was mache. Ja, aber klar ist es so, wie du schon sagst, wenn ich jetzt, was ich 6-Minuten-Beitrag Sonntagabend bei RTL habe und dann kommt das Schubladendenken natürlich, da komme ich mit meinem Porsche angefahren, dann kommt eben der, was ich, ein Kunde, der sich ein Haus für 10 Millionen anguckt und dann stehe ich halt da mit meinem Outfit und so weiter und so fort und also nicht mit den Versace-Schlappen, aber ein bisschen netter und dann verstehe ich schon, dass die Leute denken, ja okay, hat das jetzt alles Hand und Fuß, Punkt 1, ist das wirklich so, was der alles erzählt? Ist das seriös? Verkauft der wirklich was? Ich meine, damit hatte ich ja auch zu kämpfen, jahrelang, weil die Maklerkollegen Jahre gesagt haben, der verkauft ja gar nichts, der ist ja nur Fernsehmakler, was ja gar nicht gestimmt hat. Deswegen soll jeder denken, was er möchte. Man kann es sowieso nicht jedem recht machen. Hauptsache, ich bin damit zufrieden. Ja. Cool. Jetzt ist ja heute ist Sonntag. Ja. Wie sieht so ein normaler Sonntag bei dir aus? Normaler Sonntag ist bei mir eigentlich Bürotag. Das heißt, ich bin ja die ganze Woche eigentlich nicht so im Büro, weil ich dann unterwegs bin und Kunden treffe. Ah, verstehe. Okay. Das ist doch logisch, oder nicht? Und dann sitze ich eigentlich sonntags im Büro, weil ich dann meine Ruhe habe und mache dann Büroarbeit, E-Mails, die halt unter der Woche noch nicht beantwortet wurden. Oder überlege mir wieder verrückte Marketing-Ideen oder... Also es ist immer irgendwas zu tun. Und jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt wäre das vielleicht sogar alles schon erledigt, weil du das alles gestern gemacht hast. Dann will ich Sport machen. Dann willst du Sport machen. Ich mache eigentlich immer nur die zwei Sachen, arbeiten oder Sport oder schlafen dann vielleicht, naja. Okay. Ja, also spannend. Ja, in der Tat, es sieht nicht so aus, als ob hier viel gewohnt wird. Nee, ich koche auch nicht, also ich gehe eigentlich auch tatsächlich dreimal am Tag essen. Das ist auch ganz praktisch in der Lage hier, weil ich habe... Ja, hier ist auch die Folie noch drauf. Ja, ja genau, gerade erst eingezogen vor 5 Jahren. Genau. Ich gehe morgens immer hier so einen deutschen Café hier, die wissen genau, wie ich meine Eier haben möchte, mein Avocado dazu, mein Öl und alles, was ich so brauche. Okay. Haben die sonntags geöffnet? Ja, die haben sonntags geöffnet, genau. Und dann ist hier... Also Wohnzimmer, Küche? Dann habe ich hier, ist eigentlich nochmal Schlafzimmer, das habe ich jetzt umgebaut als Ankleidezimmer. Wow. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich die zwei Seiten, wenn ich jetzt mal hier... Also natürlich gibt es auch den Remus, der halt durchgeknallt ist und dann in solchen Anzügen irgendwie auf Fashion Week oder auf seinen Partys oder auf seinen Events oder was dann da so. Wo kauft man sowas? Ja, das gibt, was ich, das Dolce & Gabbana teilweise oder halt einfach irgendwie No-Name-Sachen, das ist alles gemischt. Ja gut, das ist doch eigentlich eher unauffällig. Das ist halt so, aber ich trage auch mittlerweile keine Anzüge mehr. Früher hatte ich wirklich so den viel zu großen Zara-Anzug an, als ich noch irgendwie 2022 war als Makler eben, mit der viel zu groß gebundenen Krawatte. Aber das habe ich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe komischerweise, also wenn ich an dich und Anzüge denke, habe ich immer nur so ganz super slim und super shaped. Ja. Ja, mega enge Hosen. Ja, so, aber das ist eher so, das ist eher so das Bild. Nicht mehr so richtig. Das hat sich auch verändert, muss ich sagen. Ja. Jo, und dann ist da drüben Schlafzimmer. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass kein Bild von dir hier irgendwo. Ja, das ist. Also so der. Stimmt. Der Remus in Öl. Ja, genau. Großformat, Lebensgröße. Ja. Ja. Schinkenstraße, Bierkönig. Ist nicht so zwischendurch, lieb. Also schon hin und wieder mal, aber... Wenn du mal ein Problem mit dem Selbstwertgefühl hast. Dann gehe ich da rein, genau. Dann geht's rund. Wer ist der Lieblingsmakler? Du bist der Lieblingsmakler. Genau. Aber so ein Ballermann-Song, Ola, Ola? Ola, Ola, ich bin der Makler von Palma de Mallorca. Gibt's das? Oh, nein, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ach so, okay. Gibt, um Gottes Willen. Das hat er genau. Die nächste Karriere wollte ich noch erzählen. Um Gottes Willen. Du musst ja wissen, also mein Freund Knossi guckt ja auf jeden Fall zu. Ola, Ola. Und mal gucken, was genau, da große steht. Konkurrenz hier demnächst. Ja, dann gucken wir doch mal zu deinem deutschen Café, oder? Machen wir das, genau, super. Ja. Ich ziehe mir Schuhe an. Ola, Ola. Guten Morgen. So. Wollte gerade sagen, was denn Ola, Ola? Ich dachte, das ist eine deutsche Bäckerei, hast du gesagt. So, du kannst dir hier mal. Alles klar? Hallo, morgen. Sehr gut. Ne? Morgen. Herzlich willkommen. Das ist ja eine Überraschung. Wir haben noch ein bisschen Fernsehen. Ja, vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Ja, ja, super. Danke. Bitte schön. Danke sehr. Bitte schön.
Was frühstückst du dir denn hier dann immer? Also ich nehme mal Rühreier und dazu Avocado und kein Brot. Weil du grundsätzlich Kohlenhydrate meidest? Ja. Eieiei, du betreibst das aber sehr ernst. Klar. Und weil du gerade sagst, keine Kohlenhydrate, das wirklich nie? Also es nee, keine, das keine, nicht. Also ich bin da aber gar nicht mal unbedingt. Aber ich achte schon so ein bisschen auf die Ernährung, dass ich halt gesund esse, nicht zu spät. Auch mit Abendessen mit Kunden. Ich bevorzuge echt tatsächlich, dass ich mit den Leuten Mittagessen gehe, anstatt irgendwie in Spanien gehst du erst um 21.30 Uhr meistens sowas zum Essen. Bis du dann fertig bist, ist es 0 Uhr und dann liegst du dann mit so einem Bauch im Bett und musst am nächsten Tag wieder um 6.30 Uhr raus. Also deswegen, ich gucke schon, also ich übertreibe nicht, aber ich gucke schon, dass ich halt eben gesund esse. Ich komme vielleicht auch nicht so in die Bedrängnis mit was Alkohol. Genau, und das ist das Thema. Jetzt kommt noch mein Öl, schau, siehst du? Natürlich. Aber das ist, wie du schon sagst, die Leute wissen dann zum einen, wissen viele mittlerweile, dass ich keinen Alkohol trinke. Das heißt, früher war es dann so, die haben dann die teuerste Flasche Rotwein bestellt und ich dann ja, okay, ich bleibe aber beim Mineralwasser oder meiner Limo. Und mittlerweile weiß das Gott sei Dank eigentlich fast jeder. Und das ist ganz gut. Easy. So, jetzt nehmen wir mal beide einen Schluck Leinöl hier. Das ist doch gut. Das wird dir auch gut tun. Gut für deine Gesundheit. Was passiert dann mit mir? Das ist gut für die Darmflora und für alles drumherum. Ich sag mal so, ich wusste bisher gar nicht, dass ich da ein Problem habe, aber wenn du sagst, das hilft. Das machst du auch zu Hause? Oder ja, das mache ich jeden Tag so. Das kriege ich ja hier auch jeden Tag. Mach ein schönes Gesicht. Bitteschön. Gut, danke schön. Schmeckt jetzt danke. Nicht. Also schmeckt, hat ja nicht so viel Eigengeschmack. Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Okay. Ja. Kann nicht verkehrt sein. Wann geht so. Denn der Tag morgens für dich? Ja, ich stehe morgens um 6.30 Uhr auf, gehe dann erstmal mit dem Hund spazieren, mache dann wie so ein Opa Heinz vorne am Strand meine Stretch-Übungen und Dehnübungen und so weiter. Mhm. Das kam eigentlich, weil es mir eben vor 2 Jahren gesundheitlich nicht so gut ging. Mhm. Da habe ich zu viel gearbeitet, zu krass alles, zu viel Vollgas und Attacke gemacht und habe dann Verdacht auf Herzinfarkt gehabt und musste ins Krankenhaus. Also eine ganz, ganz, ganz krasse Situation, die für mich auch echt mein Leben verändert hat, muss ich sagen, weil ich das ja gar nicht kannte. Wenn du nonstop 24 Stunden on fire bist und ackerst und rennst um dein Leben und plötzlich merkt dein Körper oder sagt dein Körper dir, jetzt ist mal genug. Und wie hat sich das gezeigt? Indem ich vom Gefühl her, als hätte mir jemand 20 Kilo Steine auf den Brustkorb gelegt. Ich konnte nicht mehr durchatmen. Ich konnte nicht mehr dieses normale Einatmen. Und das war zu Hause? Oder? Ja, das war auf einmal. Ich war bei Kunden um 18 Uhr am Abend und konnte nicht mehr atmen. Habe es die ganze Zeit schon gemerkt, Schweißausbrüche bekommen. Dann dachte ich, das ist irgendwie ganz komisch. Gehe ins Krankenhaus, Notaufnahme. Und dann haben die mich sofort da behalten. Dann musste ich die Nacht direkt im Krankenhaus bleiben, weil sie gesagt haben, wir vermuten, sie hatten schon einen Herzinfarkt. Dann bin ich völlig in Tränen auf, also war völlig kompletter Nervenzusammenbruch, weil ich ja das gar nicht kannte von mir, dass ich überhaupt mal irgendwie nicht funktioniere. Ganz neue Situation für mich. Und das hat bei mir im Kopf aber echt so einen Schalter umgelöst, dass ich sage, weniger ist mehr, Geld ist auch nicht alles, Erfolg ist nicht alles, sondern Vollgas und Attacke, aber mit Gesundheit an erster Stelle. Und das ist so, das klingt echt wie so ein 80-Jähriger, aber dann bin ich auch in die Kur gegangen und habe meinen Körper durchchecken lassen und so weiter und habe das dann dahingehend so geändert, dass ich wirklich morgens noch früher aufstehe jetzt, also 6.30 Uhr morgens aufstehe und dann ganz entspannt mit meinen Hunden spazieren gehe und dann will ich morgens eine halbe Stunde Dehnübungen, Stretchübungen mache, in den Tag starte. Und hast du auch abends so eine Uhrzeit, wo du sagst, also da versuchst du dich dran zu halten? Also ja, eigentlich so 23 Uhr ist dann Finish und dann gehe ich ins Bett, schlafe und dann ist gut. Ja. So, jetzt kriegen die Hunde mal ein bisschen Auslauf. Ja, genau. Ja, danke. So, wiedersehen. Schönen Tag. Tschüss, danke. Wiedersehen. So, das finde ich halt das Schöne, dass man rauskommt und bist direkt am Strand. So, welche Richtung ist jetzt Ballermann 6? Ist genau, das ist direkt da hinten. Da läufst du ungefähr 10 Minuten zum Ballermann 6. Und in die Richtung wird es dann immer besser. Das ist dann quasi Richtung Palma jetzt hier. Okay. So, und hier siehst du jetzt auch schon, hier sind zum Beispiel 5-Sterne-Hotels. Also das heißt, die Entwicklung hier am Ballermann hat sich eben, jetzt hat sich komplett verändert. Also du siehst einfach immer mehr gute Restaurants, schöne Bars, alles total ordentlich, alles so Richtung Instagram-Lifestyle. Ja, aber es ist ja ein Traum, also ich finde es richtig schön hier. Ja, heute ist es schon. Aber hättest du jetzt auch was für 4 Wochen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal im Sommer 4 Wochen hier verbringen? Ja, für dich sofort. Ja, auf jeden Fall. Normalerweise nicht, aber für dich macht der Remus natürlich alles möglich, ist ja klar. Da räumt dann eins von seinen Häusern. Ja, genau. Na. Ja. Okay. Apropos Häuser, ich glaube, gucken wir vielleicht mal ins Büro? Ja, fahren wir ins Büro rüber, zeige ich dir das in Palma. Ja. Legen wir los, würde ich sagen. Gucken wir an.
Ich glaube, das ist ja auch überraschend, soweit ich gehört habe. Das ist total alles anders als alle anderen, auf jeden Fall. Okay, ja, let's go. Die fünf großen A's, da sind wir wieder. So, herzlich willkommen bei Marcel Remus Real Estate. Das ist es. Komm rein, ich mach dir guten Preis. Ja. Auch zum Beispiel, normalerweise, was fällt dir auf bei einem Immobilienmaklerbüro? Normalerweise hängen immer die Angebote im Richtig. Schaufenster. Richtig, finde ich total billig. Ich habe gesagt, ich mache nur Luxusimmobilien und ich finde, bei Luxusimmobilien ist es nicht edel und elegant und gut, wenn du diese komischen Billow-DIN A4-Zettelchen als Exposé ins Schaufenster hängst. Wobei, hier hätte es schon wieder was. Also, weil jetzt das ganze Umfeld ist ja jetzt nicht so mega edel. Luxusedel. Nee, ne? Also hier jetzt so die Angebote, so 15 Millionen plus. Ja, genau, und von wo bis wo geht es momentan so im Angebot? Ja, wir starten bei 2 Millionen bis Open End. 65 Millionen ist das teuerste. Okay, das ist aktuell das teuerste, was es auf Mallorca zu verkaufen gibt. Ja, richtig. Genau. Ja, und das hast du im Angebot? Das habe ich. Exklusiv? Nee, leider nicht. Das mit der Exklusivität gibt es hier nicht so richtig auf Mallorca. Also sind dann schon einige Makler dran. Das ist immer deswegen auch der Wettkampf und das Gerenne und dieser Fight gönnt sich der eine dem anderen auch nichts, weil eben oftmals Objekte im Angebot sind, die sind bei 20 Makler online. Alle mit Fotos, alle Webseite, Werbung, Printmedien und so weiter. Und wann kriegst du, also wann hast du sozusagen den Zuschlag? Wenn du bringst jetzt einen Kunden? Dann kriege ich die volle Provision. Und der Kunde ist ja aber in dem Moment noch nicht deiner. Also es könnte ja in dem Moment, wo jetzt klar ist, auch für andere Makler, da gibt es jemanden, der interessiert sich für so ein 65 das Millionen. Das spricht sich auch ganz schnell rum auf dem Markt. Dann werden die ja alle an den rangehen. Ganz wild. Es ist ein Haifischbecken, muss man echt sagen. Es ist Horror teilweise. Zumal ja auch der Kunde oftmals dann wirklich, montags ist er bei dem einen Makler, dienstags geht er zum anderen. Mittwochs kommt er vielleicht dann zu mir und dann ist er die ganze Woche unterwegs, weiß dann teilweise schon gar nicht mehr, was er mit dem anderen geguckt hat. Mhm. Also es ist wild. Du musst ein gutes Netzwerk als Makler haben, du musst Verhandlungsgeschick beweisen, dass du halt einen guten, besten Preis rausholst, aber für Käufer und Verkäufer. Mhm. Ja, und wir haben uns ganz gut behauptet die letzten 15, 16 Jahre jetzt hier. Also herzlich willkommen, legen wir los. So, dann begrüßen wir jetzt mal die 20 Mitarbeiter. Dann hätte ich schon fast gesagt, mein bestes Pferd im Stall, sagt man ja so. ganz charmant. Hallo, ich bin Silke. Hallo Silke, freut mich sehr. Jawohl, meine Mutter arbeitet mit mir seit acht Jahre jetzt schon. Aha. Genau, und wir machen das jetzt zusammen und haben eben nicht diesen riesengroßen Apparat, wie das viele sich immer vorstellen, dass man jetzt eine riesen Batterie an Mitarbeitern sitzen hat, irgendwie 15, 20 Mitarbeiter, sondern tatsächlich sind die Schreibtische teilweise nur Deko. Mhm. Also Mutti sitzt da drüben, hier sitzt meine Assistentin. Und ich bin ehrlich gesagt fast nie im Büro eigentlich. Ich bin eigentlich immer unterwegs und gucke, dass wir Kunden rankriegen. Ja. Und das heißt, mehr als diese eben genannten drei Leute gibt es nicht? Also das heißt, Klein und Fein. Mama, Assistentin und du. Ja. Und ein Kameramann eben, der dann noch die YouTube-Videos macht und so ein bisschen Social Media mithilft. Aber das war's. Und, nee, und so sitzen wir jetzt hier schon seit, ich habe gerade schon gesagt, seit bestimmt 16 Jahren hier in dem Büro. Und das war damals Rohbau und habe dann ausgerechnet, ich habe 5 Monate Zeit. Bis dahin muss einer was gekauft haben, sonst hätte ich wieder meinen Laden zumachen können hier. Ja. War am Anfang nicht einfach, weil ich auch teilweise, ich hatte auch die ersten Monate so ein bisschen, weiß ich, da habe ich halt auf Kreditkarte alles gezahlt, wusste aber nicht wirklich, wann jetzt die nächste Kohle wieder reinkommt. Und das wird abgebucht und dann stand ich da und ich komme jetzt auch nicht aus Verhältnissen, das kannst du bestätigen. Kenne ich auch, also mit der Kreditkarten. Geht runter und keiner weiß, wie es am Ende bezahlt werden muss. Und wir kommen, oder ich komme jetzt nicht aus Verhältnissen, wo wir jetzt mal eben den Papa oder die Oma oder irgendeinen Onkel anrufen können und sagen, schieb mal irgendwie 100.000 rüber. Also ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt, ja. Ja, deswegen. Und wann bist du dann nachgekommen? Nach der Trennung, nach 30 Jahren, nachdem mein Papa gesagt hat, ciao. Wir waren ja schon hier auf der Insel, aber hier eingestiegen bei Marcel ins Unternehmen bin ich vor 8 Jahren. Okay. Und hast du irgendwas vorher mit der ganzen Branche zu tun? Gar nicht, überhaupt nicht. Das war halt eine wilde Situation auch. Also mein Vater hat sich dann nach 30 Jahren eben getrennt und dann habe ich gesagt, ja, was willst du jetzt machen? Also Deutschland irgendwie ist keine Alternative. Einzelkind, also wir haben jetzt einen guten, engen Bezug und dann dachte ich, okay, also wird meine Mutter jetzt mit über 50 Maklerin und startet. Da war ich noch keine 50. Ja, sorry, okay, 49, Entschuldigung, mein Gott, Skandal. 50. Ja, 49. Hast du angefangen? Ja, genau, 49 Jährchen hat sie jetzt richtig Gas gegeben und ist jetzt hier die Star-Maklerin auf Mallorca. Ich werde jetzt demnächst, also es kommt dieses Jahr noch einiges auf uns zu. Zum einen plane ich gerade die Remus Lifestyle Night. Das ist eine der größten Veranstaltungen hier auf Mallorca. Das heißt, ich habe mir damals schon überlegt, vor Jahren, ich veranstalte eine große Party, um einfach meinen Käufern und Verkäufern Danke zu sagen, dass sie bei uns kaufen. Habe ich schon mal von gehört. Ja. Ist also nach allem, was ich bisher gesehen habe, um es so zu formulieren, eine wilde Veranstaltung. Ist eine wilde Veranstaltung, aber ein cooler Mix, weil du eben, da will ich... Auch, ich würde sagen, ein wilder Mix. Ein sehr wilder Mix. Ein wilder Mix an Leuten, ja, ist tatsächlich so. Weil du eben den absoluten Wahnsinns-Milliardär da stehen hast, also meine Kunden sozusagen, aber das dann kombiniert mit VIPs, die man, Promis, die man aus dem Fernsehen kennt, das in einer Top-Location, 5-Sterne-Hotel und das
ist eigentlich echt nicht so die typische langweilige Makler-Stehveranstaltung mit Weintrauben und Käsehäppchen, wo sich der Besucher denkt, okay, wo ist jetzt der Notausgang, wo ist der Hinterausgang, ich muss weg. Sondern es ist ja echt cool, oder? Ja. Aber ist das das, was deine Kunden auch suchen, wenn sie zu dir kommen? Also weil sie wissen, das gibt es dann irgendwann und dann eben auch diese Verbindung, auch gerade mit Promis und Leuten, du kennst ja nun auch 1000 Leute. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht dem Kunden so entscheidend wichtig. Ich glaube, bei uns, der Kunde kommt, glaube ich, eher zu uns, weil er weiß, zum einen persönlicher Service, da, wenn du bei uns anrufst, bei Remus, dann ist auch Remus dran. Mhm. Mutter oder Sohn, dann kommen wir auch beide da angefahren oder einer von uns und es ist eben nicht Lieschen Müller, die letzte Woche noch Kellnerin irgendwo im Café in Palma war, sondern wir kennen uns halt aus. Also wir wissen, ich kenne den Markt perfekt, ich weiß genau, was hier los ist, ich kenne jeden Stein. Das ist Punkt eins und am Ende natürlich das Netzwerk. Also das wissen mittlerweile auch viele Menschen und viele Leute hier, dass ich eben gut vernetzt bin, dass ich gute Kunden habe, dass ich in Amerika gut vernetzt bin, gerade mit den direkten Flügen jetzt mittlerweile von New York und von Miami nach Mallorca. Und so hat sich das einfach aufgebaut und entwickelt und das mit der Veranstaltung ist mittlerweile in aller Munde und das ist ja auch wieder so ein bisschen, ich liebe halt Marketing. Also ich glaube, wenn ich nicht Makler wäre, dann würde ich irgendwas in der Marketingbranche grundsätzlich machen. Und was ich jetzt kommt dieses Jahr mein neues Buch raus am 18. Juni, da machen wir eine riesen Buchpräsentation in München. Dann habe ich jetzt wieder eine neue Marketing-Idee, da shooten wir nächsten Monat mit einem Hollywood-Star auf Mallorca. Wie ist es so, wenn du als Deutscher dann jetzt hier auf diesen Markt kommst und dann hast du dann plötzlich Erfolg und so, ne? Also gibt es da einen echten Druck von außen, also dass die spanischen Kollegen dann irgendwann auch mal versuchen, also ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, dich hier zu vertreiben wieder? Ja. Und nicht nur die Spanischen, also auch die Deutschen wollen einen auch vertreiben. Ja, eher die Deutschen tatsächlich, weil der Markt ist natürlich extrem klein. Es ist natürlich genügend da, der Kuchen ist schon groß, aber du musst natürlich erstmal, es ist halt so kompliziert und schwierig, du musst erstmal an so einen Käufer kommen für so eine 15 Millionen Bude oder sowas. Also deswegen, wie du es vorhin draußen schon gesagt hast, das spricht sich dann auch am Ende des Tages rum, da ist jemand, der hat so viel Geld, der hat so ein Vermögen und sucht jetzt hier auf Mallorca diese Woche ein Haus. So, und dann beißen sich da, das ist dann so ein, beißen sich da alle dran. Die stehen dann alle schon am Flughafen? Ja, so ähnlich, nach dem Motto, und krallen sich denen dann da weg und wollen dann alle den Kunden ins Auto setzen und losfahren und besichtigen. Und oftmals werden dann Kundennamen schon registriert bei Eigentümern, obwohl noch gar keine Besichtigung stattgefunden hat. Nur nach dem Motto, Hauptsache, wir haben den schon mal angemeldet, irgendwas wird er vielleicht kaufen. Also ganz wilde Situationen, die wir dann in den letzten Jahren erlebt haben, teilweise auch echt unschön, wo zum Beispiel Maklerkollegen, die wussten, dass ich einen Termin habe bei einer Immobilie, da haben die Silikon ins Schlüsselloch vorher reingespritzt, damit ich mit dem Schlüssel nicht da reinkomme und dem Kunden das Haus zeigen kann. Also ganz crazy Situationen und wilde Geschichten, wo man echt denkt, mein Gott, leben und leben lassen. Wenn einer, also ich freue mich für jeden Makler, der hier Deals macht. Ja, also das ist natürlich immer, das sagt sich immer ganz leicht, wenn man natürlich auf der erfolgreichen Seite steht. Ne? Für die anderen ist es wahrscheinlich schwieriger, die Teil des Erfolgs gerne hätten. Ich sage immer, jeder kann die Partys machen, jeder kann ein Buch schreiben, das jeder stimmt, kann absolut. Ein Ladenlokal hier aufmachen, jeder kann auswandern. Sollen sie auch erstmal machen, zumal wir haben auch wirklich in den 15, 16, 17 Jahren viele gute Menschen kommen und gehen sehen, die eben dachten, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Mallorca, der Urlaub war schön hier, also wandere ich mal auf diese schöne Sonneninsel aus. Ja, und dann siehst du halt mal, dass es am Ende viel härter ist als in Deutschland, weil du eben dich auch motivieren musst zu arbeiten. Sprache sowieso. Ja, da fängt es ja an. Hola, sprich du doch mal Spanisch. Hast du Spanisch gesprochen, als du herkommst? Nee, aber ich habe es mir halt wirklich dann auch, zum einen, meine Ex-Freundin ist Mallorquinerin, das heißt nach der Beziehung, also dann habe ich mich dann getrennt, danach konnte ich Spanisch. Auf jeden Fall war das ziemlich wichtig, weil ich spreche auch jeden Tag mit Anwälten, mit Notaren, da musst du Spanisch sprechen. Da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt hier der deutsche Makler. Hello, hello. Also würdest du sagen, bist fließend. Die Leute merken nicht, dass ich Deutscher bin. Also ich spreche schon so gut, dass du jetzt nicht schnallst, dass ich eigentlich aus Nürnberg komme. Ja. Und die Kunden sind am Ende deutschsprachig, muss man wirklich sagen. Wenn man analysiert, an wen wir die letzten Jahre verkauft haben, gerade in dem Top-Segment, sind eigentlich immer Deutsche, Österreicher, Schweizer, vielleicht mal ein Engländer. Was hast du gedacht, so als er noch klein war, Kind war, was hast du gedacht, was aus ihm mal wird, was er später mal beruflich macht? Hat sich da irgendwas... Das war nicht abzusehen, was daraus geworden ist. Vielleicht was ganz anderes. Jetzt mal aber auch die Schulnoten, also die Leistung in der Schule war ja ein Desaster. Also ich hatte ja immer Mathe 5, Englisch eine 4. Englisch konntest du auch nicht. Ich konnte Sport und Kunst, das konnte ich super. Und alles andere war eine Katastrophe. Und meine Lehrer haben auch gesagt, ich bin nervlich und psychisch dem Ganzen nicht gewachsen. Ich sollte eigentlich die Schule verlassen. Also es war ein Wahnsinn. Und ich wusste halt damals schon, ich brauche diesen ganzen Kram nicht mit Differentialrechnung und Kurvenrechnung und Wurzel ziehen, sondern Preise plus und minus, mal und geteilt. Ich kann heutzutage perfekt bestens meine Provision ausrechnen. Was er zugedacht, was aus mir wird? Tierarzt wollte ich mal werden, aber genau, Pastor wollte auch mal werden. Reden kann er ja ganz gut. Ne? Ja, aber es hat ja auch alles nicht gereicht mit meinem Abschnitt, mit meinem Notendurchschnitt. Ja. Aber du könntest doch jetzt wahrscheinlich das Geschäft, so wie du es jetzt hier auf Mallorca betreibst, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, genauso auch auf Ibiza betreiben. Ja.
Das, ich hatte auch mal ganz kurz, das hat aber nur ganz kurz gedauert, einmal die Überlegung, macht man jetzt aus der Marke Marcel Remus, weil viele mittlerweile wissen, okay, das steht für Luxusimmobilien, macht man daraus jetzt ein Riesenimperium, Franchise vielleicht sogar auch in allen großen deutschsprachigen Städten irgendwie ein Büro auf, aber das Problem ist einfach, du musst erstmal die richtigen Leute finden, die das dann genau so umsetzen, wie ich mir das in dem Fall vorstelle. Wenn ich jetzt hier als Kunde reinkomme und ich sag mal als Beispiel, ich bin jetzt mal Laufkunde, komme hier rein, sag hallo, ne, ich möchte was kaufen. Hast du einen Ordner? Wie präsentierst du denen das? Hast du gesagt, hier, das habe ich gerade. Dann haben wir haben keinen Ordner, aber ich habe dann sozusagen, das habe ich alles mal im Kopf, aber es ist tatsächlich so, dass der Kunde dann erstmal Platz nimmt. Ich analysiere den Kunden, spreche mit dem Kunden oder spreche mit dir durch, was suchst du genau? Willst du ein Penthouse, willst du eine fette Villa, möchtest du in den Norden von Mallorca oder in den Südwesten oder irgendwo in Palma? Was ist dir wichtig? Brauchst du ein großes Grundstück oder eher pflegeleicht? Was ist dein Budget? Wenn man dich jetzt nicht googeln kann, dann müsstest du mir eine Bonitätsbestätigung, einen Nachweis von deiner Bank mitbringen und zeigen, dass du auch die Kohle hast. Weil also dass du keine vertane Zeit hast. Hier. Wir machen keine Touristenbesichtigung, also wir checken wirklich auch wichtig für den Verkäufer. Okay. Wir checken ganz klar, hat denn der Kai Pflaume die 10 Millionen jetzt dabei oder nicht? Wenn nicht, dann kann ich mit dem Kai um einen Anlage über die ganze Insel. Ja, überlegen wir. Ja, also so viel Geld habe ich da jetzt. Jetzt pass mal, das finde ich total interessant. Jetzt, wir haben uns ja jetzt wirklich auch erst persönlich kennengelernt. Zeig mir mal ein Objekt, wo du jetzt sagst, aus der Kürze der Zeit, da könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt. Also du machst ja extrem viel Sport, deswegen, also wenn du möchtest, was kaufen oder mieten? Egal. Also zur Miete hätte ich zum Beispiel ein Haus hier in Zombida, das ist die Vitalfinca. Da hast du einen Paddelplatz, du hast einen Spa-Bereich, eine Sauna. Ja, das ist extra auf Gesundheit. Gesundheit und Training. Ich habe das perfekte Objekt für dich. Ja, klar, guck dir doch mal, du bist doch schon top in Form, aber man kann nie genug haben. Also deswegen, das wäre so ein Sportobjekt, wo man sagt, okay, da kannst du dich austoben im Indoor-Gym, Outdoor-Gym, Tennisplatz, hast einen Gemüsegarten. Das ist da alles, und die gibt es auch schon. Die steht schon da, die wird vermietet, genau. Vitalfinca. Hast du dir das ganze Vitalfinca genannt? Oder das ist meine Idee gewesen, einen Ort zu schaffen, so ein bisschen Retreat und Hideaway für Menschen, die Urlaub machen möchten und sich das eben mieten möchten. Also sozusagen, das hast du selber gebaut? Ja, richtig. Okay. Das ist eins von deinen Projekten? Ja. Okay, die Vitalfinca. Jetzt gebe ich dir noch was zum Kaufen. Also das war's zum Mieten? Das ist zum Miete. Was kostet das im Monat? Das kostet, das kannst du mieten, monatlich kostet 20.000 Euro. Zu teuer. Ja, ich mache einen guten Spezialpreis, komm. Aber danach bist du richtig fit. Ja. So, und dann würde ich dir für dich jetzt zum Beispiel empfehlen, wenn du was kaufen möchtest, hätte ich jetzt hier beispielsweise dieses Haus hier. Das ist ein richtig toller Neubau, kombiniert, also modern, aber trotzdem mediterrane Elemente. Bist in Zonvida, das heißt 10 Minuten von Palma, 15 Minuten vom Flughafen, weil du musst ja noch arbeiten und hin und her fliegen. Preis liegt bei 13,9 Millionen Euro. Du hast 5 Schlafzimmer für deine Gäste und deine ganzen Fitnessfreunde und so weiter und Kollegen und hast einen 30 Meter Trainingspool und ein Fitnessstudio und eine Sauna. Also da kann ich so sagen, das finde ich architektonisch und vom Design und so total spannend. Möchtest aber lieber Finca? Ja, ich weiß nicht, Finca wäre mir deutlich zu kühl, viel zu modern, zu ungemütlich. 30 Meter Pool brauche ich nicht, weil Schwimmen ist das, was ich am wenigsten mache. Ja? Also kein. Meinst du, kann er nicht? Ich hab dir doch noch was anderes. Also, wir haben noch, zeig mal noch was. Wir haben noch mehr. Hier, das wäre auch was für dich. Das ist richtig mediterran, Finca-Style. Kleinerer Pool mit so einem kleinen Lounge-Bereich. Das heißt, du kannst dich einfach reinlegen mit dem Cocktail. Hast auch einen tollen Meerblick und bist da in Costa Blanes bei einem Yachthafen Portals. Kostet 15,8. Ja. Haben aber auch was ein bisschen günstiger ist. Ja, wir haben auch was für 5 Millionen oder 3 Millionen vielleicht so. Ja. Also das ist schon sehr feudal. Ne? Also das sieht auch aus wie 15,8. Also das kann auch in der Runde schwimmen. Ja, genau. Genau. Kann man auch abdecken. Nicht so gerne. Genau. Du hast ja noch, es gibt ja noch das Social-Media-Haus. Ne? Ja, Villa Remus, da hatte ich auch eine verrückte Idee. Und zwar habe ich ein Haus gekauft und habe mir dann überlegt, warum startet man nicht mit wieder was völlig Verrücktes. Das erste Social Media Haus der Welt bedeutet, dass eben meine Follower auf Instagram und Facebook entschieden haben, wie das Haus renoviert werden sollte. Okay. Das heißt, ich habe ein Bild hochgeladen von der Fassade vom Haus von außen und gesagt, liebe Leute, oh Laula, ich habe das Haus hier, welche Fassadenfarbe sollen wir das streichen? Ist das leer? Also aktuell? Ist das aktuell ist jetzt nicht vermietet, genau. Okay. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, bevor du es uns komplett erzählst, fahren wir noch hin und gucken uns das mal an. Gucken wir uns gerne an. Ja, weil das ist glaube ich, auch so was, was ja einen wichtigen Meilenstein dann auch. Richtig, genau. Los geht's. Eben dargestellt können wir Klimmzüge machen. Können wir Klimmzüge machen? Gibt es auch einen Kaffee, ja klar. Okay. Sehr gut. Sehr gut.
kleines bisschen größer als meine kleine Ballermann-Wohnung. Ja. Eigentlich so hätte ich es auch erwartet, also auch so genau so. Das sagen ja meine Kumpels auch immer alle. Meine ganzen Freunde sagen, warum hast du denn 4 Häuser hier in Zambida und andere Immobilien und wohnst selber so klein? Aber ich finde es halt geiler zu wissen, dass ich damit richtig Geld verdiene und die Rendite stimmt, als wenn ich jetzt sagen muss, willkommen in meinem Haus mit 5 Schlafzimmern und 8 Bädern und 1000 Quadratmeter Wohnfläche und so weiter. Also ich habe ja hier von Villa Remus schon mal was gehört, aber das... Was ist die Geschichte dazu? Also jetzt kommen wir, gehen erstmal rein. Also 2019 gekauft, habe mir dann überlegt, während der Umbauphase ist es eigentlich ganz cool und lustig, wenn die Follower auf Instagram und Facebook eben mitentscheiden würden, wie das Ganze renoviert wird. Okay. So, los. Hopp, hopp. Jetzt hätte ich ja eine gewisse, also jetzt hier auch in der Lage und der Größe und so, würde ich sagen, also damals gekauft, 7-8 Millionen Euro? Ja, es ist das Beverly Hills von Mallorca. Es ist die teuerste Gegend hier auf Mallorca tatsächlich. Aber geht das so in die Richtung? Ja. Okay. Und so heute wahrscheinlich, also... Sehr viel mehr wert. 15? Ja, nicht ganz so viel, aber schon so in die Richtung. Zumal ich auch alles rausgerissen habe, alles komplett kernsaniert habe. Ich stand dann eben quasi da oben auf der Treppe und habe gesagt, okay Leute, das war damals lachsfarbend. Und habe dann ein Bild gepostet auf Instagram und Facebook, habe geschrieben, bitte stimmt ihr als Follower ab, wie soll das Ganze gestrichen werden? Und dann haben die alle geschrieben, grau, 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 grau oder weiß. Und die meisten haben für grau abgestimmt. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich kann doch das Haus auf Mallorca am Golfplatz, erste Golfplatzlinie, nicht auf Mallorca grau streichen. Und am Ende haben wir es aber auch alles so durchgezogen, wie das die Leute sozusagen entschieden haben. Und jetzt hat es so ein bisschen UK-London-Style grau. So, haben jetzt hier 2500 Quadratmeter Grundstücksfläche, wir haben 900 Wohnfläche, 5 Schlafzimmer, 8 Bäder. Es ist alles ein bisschen viel, aber es ist ja auch so geplant, damit du eben überall, auch ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen dekadent und zu viel, ich weiß, aber es ist eben auch so geplant, dass die Leute quasi Fotos machen können, wenn sie hier Urlaub machen. Das heißt, jeder kann das Haus mieten, wenn er möchte. Kostet 2500 Euro pro Nacht, ist ausgelegt für 10 Personen, also 250 pro Person pro Nacht. Also hier finden dann so Junggesellenabschiede. Ja, genau das eben nicht, Gott sei Dank. Aber toi, hatten wir bisher echt Glück mit meinen Mietern. Bitte sehr. Genau, also hier ist auch eben komplett die Idee gewesen. Auf die Lampen hast du aber auch ein Abo, ne? Ja, die habe ich noch, ja genau. Hast du mal eine größere Stückzahl gekauft? Die finde ich ziemlich geil. Ist, Tom Dixon aus London sind die und ich finde die halt ziemlich cool, ja. Außergewöhnlich, genau. Und auch die Art von Kunst auch, ne? Also das, ja, das ist natürlich auch alles wieder so ein bisschen zu viel vielleicht, aber am Ende des Tages geht es ja auch hier darum, dass du halt in diesem Haus überall so Hotspots hast und Areas, wo du eben Fotos machen kannst und was halt cool aussieht, genau. Auch die Ecke zum Beispiel ist angedacht als 20er-Jahre-Ecke, eben vom Style, vom Sofa her und mit den Bildern. Schon, also man würde ja heute sagen, sehr Instagrammable. Ja, total, genau, darum geht es ja am Ende des Tages auch. Ja. Lounge-Bereich, den habe ich zum Beispiel dadurch, dass ich aus dem Reitsport komme und das Ganze halt veröffentlicht habe, muss natürlich auch das Pferd hier rein. Das sind 17.000 handgesetzte Swarovski-Kristalle. Natürlich. Natürlich. Und so, das heißt, das ist jetzt sind wir hier wieder bei der übertriebenen Seite, bei der Brand. Ja, total. Das ist rein Marketing. Das ganze Haus ist gekauft oder habe ich gekauft, einfach aus Marketingzwecken und natürlich um Geld zu verdienen. Und es vermietet sich bombastisch. Ich bin froh, dass wir jetzt gerade mal rein können. Wir machen jetzt auch gerade noch so ein paar Renovierungsarbeiten, bereiten das für den Sommer jetzt vor, streichen so ein paar Sachen nach und ja, organisieren alles. Und normalerweise ist das eigentlich das ganze Jahr über ausgebucht. Nö. Ja, also hier war aber die Idee. Genau. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also muss ich wirklich sagen, das finde ich... Das ist One Piece aus Brasilien. Also ein kompletter Marmorblock aus einem Stück. Also mit LED drunter logischerweise. Eine von unten beleuchtete Marmor-Küchenarbeitsplatte. Also nicht nur Arbeitsplatte, ja, auch Waschbecken. Und da war die Idee entweder italienischer Style oder eben Louis Vuitton. Mhm. Und wenn du jetzt mal schaust, das ist sozusagen... Der Style. Das ist so ein schöner Wohnen, ja? Ja. Genau, der Golfplatz wirkt so ein bisschen wie die Verlängerung vom Grundstück. Ganzen Tag Sonne. Garten nochmal komplett angelegt und umgeändert. Da hatte ich auch dann gepostet, wollt ihr tropisch oder mediterranen Garten? Haben alle für tropisch abgestimmt. Deswegen haben wir so viele Zypressen und Strelizien und Olivenbäume und sowas. Ja.
Dann hier natürlich wieder was, was total übertrieben ist, aber es ist natürlich total Instagram-tauglich. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das pinke Pferd, ja genau. Wäre für dich im Garten vielleicht auch was Schönes, oder nicht? Ich gehe davon aus, dass das dann nachts auch leuchtet. Ja, ne? Natürlich. Ganz romantisch hier, mit Spiegelung im Pool sogar, ja klar. Ja, genau. So, wer baut jetzt gerade da oben, wo der Kran steht? Da oben, das nebendran, das linke quasi, das ganz große Modern habe ich verkauft letztes Jahr für 20 Millionen. Okay. Und dann da oben, wo der Kran steht, das wird das krasseste Anwesen. Der ganze Hügel kann man kaufen für 175 Millionen, sind drei Riesenanwesen. Pool ist hoffentlich beheizt? Nee, tatsächlich nicht. Was? Ja. Wer soll das denn mieten? Ja, genau. Ist ja skandalös. Ja. Wieder an der falschen Ecke gespart. Ja, genau. Ja, aber es geht doch. Ah. Das ist mir fast die Hand abgefroren gerade. Genau, also 100 Quadratmeter Poolfläche. So, und hier drüben habe ich mir dann überlegt, weil ich ja großer Sportfan bin, dachte ich mir eben, machen wir hier drüben noch so einen Calisthenics-Outdoor-Parcours. Das hört sich für mich gut an. Ja, also kannst hier mal gerne so ein paar Klimmzüge machen. Ja, muss mich erst mal warm machen. Ach so. Und komm, Kai Pflaume, let's go. Du weißt, es sieht schon gut aus, aber du weißt, das ist natürlich technisch... ist falsch. Ist Katastrophe, ne? Ja. Also kann man dich auch als Personal Trainer buchen? Kann ich, da ich das ganze Thema selber einmal durchgespielt habe, weiß ich jetzt natürlich auch, wie es geht. Ne? Weil der effektivste Klimmzug, den du machen kannst, ist langsam. Nicht nur langsam, sondern dass du immer die Arme ganz durchstreckst. Ja, okay. Weil die ersten 50% des Klimmzugs kommen ja aus dem Rücken. Ja. Und aus der Schulter. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, das sind die Poser-Klimmzüge. Ja, gut, dann passt ja. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Also ich glaube schon, dass du ein bisschen Power hast. Also okay. Hast du was würdest du am Klimmzüge am Stück machen, was denkst du? Also wie viele? So knapp 20 vielleicht. Okay. Aber solche, wie du gerade gesagt hast. Naja, ich würde auch landen. Für dich würde ich dir dann langziehen. Körperlich ist das sehr stabil. Meinst du, ich komme durch, oder? Ja. Du wirst ja auch bald 40 und... Ja, richtig, genau. Den mietet man auch mit? Ja. Kann wirklich? Ja. Extra oder ist das Preis? Nee, das ist extra. Kann man extra mieten, ja. Okay. Ja. Oh ja. So, dann haben wir hier nochmal Indoor-Gym. Not bad. Also hier kannst du dann, wenn es eben draußen nicht vom Wetter passt oder wenn du kein Calisthenic-Fan bist, dann machst du halt hier ganz normales Workout. Okay. Das ganze Social Media im Zusammenhang mit dem Geschäft, das ist mir zumindest vorher, also so im Immobilienbusiness, noch gar nicht so aufgefallen. Also da warst du tatsächlich ja so der Erste, der das so aufgezogen hat, oder? Und ich kann echt heutzutage sagen, lustigerweise, kurioserweise, kommt jeder zweite Kunde über Instagram. Wirklich? Ja. Okay. Und halt Top-Kaliber, also wo man echt denkt, wo dann eben früher wirklich tatsächlich die Maklerkollegen bei den Eigentümern, Hausverkäufern angerufen haben und gesagt, Remus, mit dem wollen Sie arbeiten? Der postet Ihr Haus, Ihre Wahnsinnsvilla für 20 Millionen in diesem komischen Instagram. Mhm. Ja, gut, Instagram ist natürlich mittlerweile in der breiten Masse angekommen und so, das wundert mich jetzt nicht. Ja. Also das ist ja für jedermann. Heutzutage macht ja auch jeder seine Reels und seine Videos, aber vor 5 Jahren war das halt tatsächlich noch eine Neuheit als Makler, das dann so in Szene zu setzen. Ja. Da war die typische Website und dann diese normalen Immobilienportale, die man kennt, die mache ich, nutze ich also in der Form eher weniger tatsächlich. Mhm. Und ich muss echt sagen, da kommt... der eine oder andere krasse Kunde dann tatsächlich über YouTube zum Beispiel. Und sind das vielleicht auch, ich glaube, du warst ja auch mal eine längere Zeit in den USA, ne? Ja. Am Ende der Schulzeit oder genau, Austausch? Richtig, ja, genau, Austauschschüler, ja. Ist das so auch alles ein bisschen aus der Zeit gespeist? Also man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen diese, also Sunset-Makler. Genau, Selling Sunset, ja. Würde ich tatsächlich sagen, weil ich bin, glaube ich, doch eher sehr amerikanisch angehaucht, was das ganze Thema Marketing und Vermarktung, Selbstdarstellung angeht. Das ist ja... in Amerika normal, wenn du irgendwie mit einem amerikanischen Makler zusammenarbeitest, der gibt dir die Visitenkarte und da ist dann sein Konterfei, sein Foto drauf. Ja. Also so habe ich es jetzt nicht, aber ich habe ja schon doch schon überall meine Fotos. Und meine, weil ich einfach sage, am Ende des Tages ist ja auch sehr viel Vertrauen, was entscheidend ist, wenn du, weil das, was ich verkaufe, sind Träume jeden Tag, braucht eigentlich kein Mensch ein Haus auf Mallorca für Millionen. Mhm. Und dann sage ich immer ganz klar, es ist am Ende wirklich, die Vertrauensbasis ist ja total entscheidend. Mhm. Und wenn der Kunde dich dann durch diese Videos und durch Social Media schon vorher kennt, ist doch viel einfacher, ist der Vertrauensvorsprung zum anderen Makler. Ja. Was für, ich sag mal, häusliche Umgebung bist du aufgewachsen? Also sehr normal, muss ich sagen. Also mir hat es jetzt an nie was, also ich habe immer alles gehabt, also da hat nichts gefehlt. Mhm. Aber ich habe halt tatsächlich in der Vergangenheit
oftmals bei meinem Vater miterlebt, wie dann die ein oder andere Firma dann doch den Bach unterging und die Insolvenz angemeldet werden musste. Und da gab es auch Phasen tatsächlich, wo es eben dann mal nicht drin war, irgendwo sich was zu gönnen oder was zu leisten. Habt ihr früher in einer Wohnung, in einem Haus gewohnt? Wir hatten alles. Also wir hatten das Haus, was dann verkauft werden musste, weil es finanziell nicht mehr ging. Dann sind wir in eine 65 Quadratmeter Wohnung gezogen, direkt an der Hauptstraße, wo mein Kinderzimmer 11 Quadratmeter groß war. Also ich kenne halt alle Phasen. Und ich weiß es, wenn eben der Kühlschrank voll ist, aber ich kenne es auch, wenn der Kühlschrank leer ist. Und deshalb, glaube ich, bin ich eben dann doch so zurückhaltend. Klingt immer komisch, weil ich bin ja nicht zurückhaltend, aber ich glaube halt, dass ich besser reflektieren kann, wie es ist, Geld zusammenzuhalten und dass es wichtig ist, eben nicht auf dicke Hose zu machen. Ja. Wenn du dir, also jetzt mal von Immobilien und so abgesehen, wenn du dir mal was gönnst, wofür gibst du mal Geld aus? Also Geld gebe ich eigentlich tatsächlich für Reisen aus, obwohl da habe ich auch mittlerweile viele Kooperationen und Social Media Deals, aber wenn dann, jetzt war ich gerade auf einem Kreuzfahrtschiff, was mir extrem gut gefallen hat, weil man eben da wirklich entspannt und runterkommt, weil man eben gar nicht so Empfang hat überall. Und das ist aber dann zum Beispiel, das ist dann ein Deal, also da kommt dann eine Firma und sagt, ja, das ist tatsächlich auch, ja. Okay. Also das heißt, du bist ja im Grunde dann bist ja auch Influencer. Dann. Ich bin auch, es klingt auch mal wieder so lustig, weil ich eigentlich mich als Makler sehe, aber ich bin auch wirklich Influencer. Also ich war jetzt auf den Malediven, Soneva, bestes Hotel überhaupt und habe da keinen Euro für bezahlt und habe halt dann Werbung gemacht. Du hast dir jetzt im Vergleich, ne, mit anderen... Ich habe gar nicht so viele Follower. Nur ich habe 141.000 ja. Abonnenten. Ne? Aber halt totale Qualität. Ja, durchaus spannenden Content. Ja. Versuchst du, ist das ein Ziel für dich, das zu steigern? Nee. Oder ist... Nee, weil ich gar nicht, du hast total recht, also wenn man jetzt denkt, okay, ich habe Social Media Kooperation mit den Wahnsinnshotels und mit tollen Marken, aber habe ja nur 141.000 und nicht irgendwie 1,4 Millionen, aber die Leute sehen halt, dass ich die richtigen Follower habe. Also okay. Wenn mir so ein, so ein krasser Kunde folgt, der dann eben sagt, ich gehe jetzt auch in das gleiche Hotel, weil ich das beim Remus gesehen habe, dann lohnt sich das ja schon. Wenn ich eine Wohnung in erster Meereslinie in den Verkauf bekomme, neu, ist es mittlerweile das dritte Mal vorgekommen, ich habe das Bild gepostet und die Infos zu dem Objekt. Und innerhalb von einer halben Stunde war die Anzahlung von einem Kunden da, weil die Leute gesagt haben, ich weiß, du hast selber dort investiert, ich kann dir vertrauen, du bist total transparent wie kein anderer Makler. Wir schicken dir jetzt die 10% Anzahlung, mach den Vertrag fertig, wir kaufen das blind, ohne Besichtigung. Krass. Und das, wenn ich dann sage, ich habe Immobilien schon über Social Media ohne Besichtigung verkauft, weil die Leute mir zum einen vertrauen und vertrauen können und weil es eben so offen und gläsern ist wie kein anderer, dann ist es doch Wahnsinn. Folgen dir mehr Frauen oder mehr Männer? Mehr Frauen, ja. Sage ich jetzt nichts zu. Die Frauen, die Frauen entscheiden am Ende. Die Männer haben halt die Kohle, muss man jetzt mal sagen. Der Mann bezahlt das Haus, aber die Frauen. Ja, auch, ja, das ist ja auch interessant. Ich meine, sind die Chefin, ja. Ja, also auch businessmäßig ist das ja interessant. Und das weiß man ja, ist ja die älteste, ne, die älteste goldene Regel der Welt für eine glückliche, erfolgreiche, lange Beziehung eher. Ne? Musste die kleine Frau Entscheidung machen. Fällt die Frau, genau. Große Entscheidung fällt der Mann. Genau, so sieht's aus. Und große Entscheidungen gibt es nicht. Richtig, gut gesagt, gut zusammengefasst. So funktioniert es. So läuft es, ja klar. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, das ist im Geschäft nicht anders. Jo. Ja, also cool. So, wenn das steht ja nun nicht zum Verkauf. Nee. Also auch für, unter keinen Umständen? Nein, das würde ich nicht. Ich verkaufe gar keine Immobilien, die mir selbst gehören. Ah. Nein, gar nicht. Okay. Weil ich einfach sage, ich glaube an den Markt Mallorca und ich halte das alles und das ist super vermietet und ich erziele da bei allen meinen Immobilien, die mir selbst gehören, eine gute Rendite. Ja. Und, wenn jetzt hier einer kommt und sagt, 30 Nee, weil ich habe das so ausgerechnet, ich habe da genau meinen eigenen Businessplan im Kopf. Wenn ich in Rente gehe und da habe ich mir vorgenommen, mit 40 in Rente zu gehen, also in 3 Jahren. Warum? Weil also das, oh, da... Jetzt kommt ein Thema. Nee, da machst du für mich ein Thema auf, weil ich, pass auf, das gibt's ja in meinem Job auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich mache das, bis ich 40 bin oder bis ich 50 bin und dann höre ich auf. Ne? Macht man ja eh nicht. Ich höre ja eh nicht auf. Aber ich habe das in meinem Kopf schon vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, vor 16, 17 Jahren, habe ich mir damals gesagt, ich werde mit 40 in Rente gehen. Warum habe ich mir das selber gesagt? Damit ich mit 40 diesen, das klingt jetzt blöd, aber diesen Stress, es ist ja positiver Stress, weil ich liebe meinen Job, aber damit ich diesen Wahnsinns-Pace, diese Geschwindigkeit für mich selber rausnehme. Weil ich bin Vollgas und Attacke vom Allerfeinsten jeden Tag und ich will einfach mit 40 quasi fertig sein. Ja, aber genau da sind wir bei dem Punkt. Wer das sagt, also ich will mit 40 in Rente gehen, das sind jetzt bei dir noch nicht mehr ganz, du bist 38 jetzt in diesem Jahr, also noch knapp ein bisschen mehr als 2 Jahre. Mhm. Das heißt für mich dann immer, eigentlich habe ich schon heute keine Lust mehr, Nein. Ne, aber
ich kann es mir noch nicht ganz leisten. Doch, genau, ja? Genau andersrum. Ja. Das ist aber das Schöne, wo ich ganz klar, ohne dass es jetzt arrogant klingen soll, ich habe genügend Immobilien und ich verdiene wirklich etlich krasses Geld und krasse Kohle mit den Mieteinnahmen, ja, und habe total die Bock und die Dynamik und die Motivation, total, jeden Tag. Aber ich habe mir damals ja schon gesagt, ich möchte jetzt darauf, und ich finde das wichtig, dass man sein Ziel dann eben hat, dass man sagt, ich muss jetzt nicht bis 65 hier rumackern, sondern, ne? Genau, dass mein Ziel war, ich bin fertig, finanziell ausgesorgt mit 40. Mhm. So, da, ich bin da schon. Ja, aber das ist ja was anderes, als ich sage, ich gehe mit 40 in Rente. Ja, aber ich mache dann weniger, ich werde eh nicht komplett aufhören, das ist ja meine Leidenschaft. Ja, aber das sind ja dann zwei verschiedene, also, mhm, weißt du, ich sage für mich immer, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das machen, ja, werde. Ich werde das, was ich heute mache, so lange machen, solange ich Lust, ja, habe, genau, das zu machen. Ja. Und bei mir kommt noch hinzu, solange die Leute Bock haben, mich sehen, zu sehen. So, ja, genau, ja, egal, jetzt auf welchem Kanal. Wenn ich alleine nur noch Lust, ja, habe, genau, bringt auch nichts. Auch nichts, ne? Genau. Zur Not könnte man es noch eine Weile machen, wenn die Leute mich sehen wollen und ich keine, ja, Lust mehr habe. Das würde noch eine Weile, genau, funktionieren, richtig, aber klar, andersrum, ja, funktioniert es, ja, halt nicht. Und das ist bei dir ja ähnlich. Also wenn, ja, du jetzt Lust hast und keiner mehr bei dir kauft, ist dann auch schwierig. Auch gehabt, genau, ne? Ist, ja. Aber umgekehrt. Eigentlich ist es für mich nur so eine Sache, das habe ich mir vor Jahren in den Kopf gesetzt, weil man ja auch nicht wusste, wie ergibt sich das Ganze. Dass es sich die letzten 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre dann so ergeben hat, dass ich hier so einen Umsatz mache und sowas aufbaue, hätte ich ja selber nicht für möglich gehalten. Da muss ich mir selber teilweise kneifen, weil ich es nicht glaube. Aber ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass man sich dann schon im Kopf gesetzt hat, dann ist das Ziel, sollte man das Ziel erreichen. Und da bin ich auf einem guten Weg. Und danach, wenn ich dann 40 werde an dem Tag, am 3. Oktober, dann werde ich schauen, ob ich dann sage, vielleicht fahre ich dann doch öfter noch mal in Urlaub. Aber ich will einfach diesen Druck dann rausnehmen, diesen eigenen Druck, den man sich macht. Am Ende ist es eh ein Spaß, es ist ja so ein bisschen Running Gag und just for fun eigentlich, dass man sagt, man geht in Rente, kein Mensch geht mit 40 in Rente. Nö, also meistens, ja, nicht. Ja. Ja, ja. Hast du schon geplant, wie du deinen 40. Geburtstag feierst? Nee, noch nicht. Ist nicht mehr lang? Nee, noch nicht tatsächlich, nee, weiß ich noch nicht. Also, weil, keine Ahnung, es ist nicht mehr, weil das stimmt, das dauert nicht mehr lang. Muss man jetzt schon mal anfangen, meinst, ja, du, oder? Zwei Jahre muss man schon mal. Ich feiere meine Geburtstage eigentlich nie. Ah. Okay. Aber vielleicht den 40. Ja, aber ich bin nicht so ein Geburtstagsfeiermensch. Ich mag auch Weihnachten nicht, ich finde das irgendwie nicht so geil. Ja. So, jetzt haben wir hier das Social Media Haus Villa Remus gesehen. Mhm. Ja? So, und jetzt kannst du mir noch was zeigen, was gerade im Angebot ist. Ich habe noch eine schöne Villa, genau, für 12,5 Millionen Euro, neu gebaut. Zack, Vollgas und Attacke, 2200 Quadratmeter Grundstücksfläche, knapp 1000 Wohnfläche, XXL Garage und Megablick. Das hast du aber jetzt auch nicht zum ersten Mal so aufgezählt. Nee, ne? Ich kenne meine ganzen Häuser auswendig. Okay. Sollen wir hin? Ja, das würde ich mir schon nochmal angucken. Ey, Leute, also mit einer Lounge in der Garage, das ist schon. Ne? Ja, du hast auch eine kleine Küchenzeile hier. Du kannst ja auch noch mal den nächsten Kaffee machen, wenn du dann dein Auto anschauen möchtest. Wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert. Genau. Ja, ist schon ein anderer Lifestyle. Willst du im Aufzug oder laufen? Natürlich laufen. Perfekt, wunderbar. Was für eine Frage, genau. Oh, krass. Können wir doch einen Aufzug nehmen? Ja, deswegen habe ich ja gefragt, genau. Ja, das hat es schon in sich. Ach, ich habe gedacht, es geht nur einen Stock nach oben. So, herzlich willkommen hier im Wohnbereich. Krass. Komplett Stadt Palma vor deren Füßen, riesen Fensterfronten, dann hier spektakulärer Infinity Pool, Überlaufpool, Kathedrale direkt. Danke, dass du es mir nochmal übersetzt hast. Ich wollte das nochmal sagen, Überlaufpool. Ja. Infinity, ne? Für alle. Für alle, die das nicht verstanden haben, was wir hier haben. Für dich ein Überlaufpool. Dann hast du hier drüben die Designerküche, Gaggenau-Geräte, Bora Kochfeld. Dann nochmal separat dann die Vorbereitungsküche. Na klar. Die Dirty Kitchen. Mhm. Für dich die Dreckküche. Das hat da nichts. Ich lach mich schlapp. Das ist eben ganz schön, es ist eigentlich ein modernes Haus, aber trotzdem wirkt es halt gemütlich durch den Natursteinboden. Und ich finde immer diesen Bruchstein, das ist halt auch total beliebt, gerade bei den neuen Häusern, dass man eben so ein bisschen Mallorca-Feeling, Mallorca-Charakter hat. Muss mal kurz meinen Freund Eli Geller ins Boot holen. Das wäre doch was, Eli, oder? Schreib doch mal in die Kommentare, ob das ein Haus für Eli wäre. Ja. Das wäre hier die. Das wäre, könnte ich mir vorstellen, so die richtige Streamer-Villa. Genau, das wäre jetzt ein Schlafzimmer hier insgesamt von 6. Mit eigenem Bad und Suite alle. Mhm. Auch hier wieder super Qualität, gute Größe, Fenster komplett. So ein Gästezimmer finde ich persönlich gefährlich.
Ja, weil dann wirst du nicht mehr los, die Gäste. Bleiben die zu lange. Bleiben zu lange, ja klar. Die fahren nicht freiwillig nach Hause. Genau. Ich habe ja gesehen, du hast ja auch immer mehr amerikanische Kundschaft. Ja, tatsächlich, ja. Einige Amerikaner jetzt auch die letzten Monate gehabt, weil es mittlerweile, und das ist ganz interessant und spannend, es gibt Direktflüge von New York nach Mallorca und sie planen jetzt auch gerade, also United ist die Airline, die das anbietet, Miami, Mallorca. Und das ist natürlich phänomenal, wenn man sich vorstellt, du steigst in Amerika ein und steigst hier aus. Okay, also wirklich, also ohne Umsteigen. Palma ohne. New York, direkt. Palma Miami. Ja. Macht natürlich sofort einen neuen Markt auf. Komplett neuer Markt. Ich habe auch deswegen letztes Jahr jetzt zur gleichen Zeit während der Oscar-Woche ein Event gemacht im Beverly Hills Hotel, Remus Tea Time. Da habe ich sozusagen mein Netzwerk aus Amerika eingeladen, deutsche Medien und so weiter, um das so ein bisschen zu promoten. Habe dann dadurch auch schon amerikanische Kunden gehabt. Und die Herangehensweise, wie der amerikanische Käufer sozusagen dieses ganze Mallorca-Thema sieht, ist ein ganz anderes. Also das ist Aber was reizt jetzt einen Amerikaner, sich eine Immobilie auf Mallorca zu kaufen? Weil der Amerikaner sich Europa ansieht und sagt, okay, ich Beispiel, es ist ein Wahnsinns-Multimillionär, Milliardär, der sagt, ich habe mein Vermögen in Amerika, muss mein ganzes Geld streuen, muss es dementsprechend gut anlegen, schlau anlegen, also gucke ich mir Europa an, was ist in Europa interessant und spannend. Als Beispiel London gehen die Preise runter, die deutschen Großstädte gehen die Preise runter, weil die Renditen nicht mehr passen, Zinssituation ist ein Problem. Jetzt guckst du dir aber kleine Märkte an, wie Capri, Mallorca, das sind kleine Inseln in dem Fall, das ist überschaubar von der Fläche, vom Angebot. Also kauft der Amerikaner lieber seine Megavilla hier, beispielsweise jetzt hier in Sombida zum Beispiel. Ist ein gutes Investment, Preise gehen nach oben, es ist gut angelegt und er kann es noch vermieten. Also deswegen. Gibt es auch Amerikaner, die es dann selber nutzen? Ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Amerikaner, einen Hedgefondsmanager aus New York, der gesagt hat, okay, habe ich ihm auch eine ausgezahlt für 15 Millionen. Sagt er, was ist der Preis? Sag ich 15 Millionen. Sagt er, wow, für dieses Haus würdest du in den Hamptons oder in Miami oder New York sonst wo, würdest du 35 Millionen US-Dollar bezahlen. Okay, dann machen wir auch wieder da Happy Hour, kannst du zwei kaufen. Also die Herangehensweise ist eine ganz andere und die nächste Frage war dann auch gleich, wie kann ich es vermieten und wie viel Ertrag, wie viel Rendite kommt dann rein? Also das ist der typische Deutsche, Schweizer, Österreicher würde das niemals fragen, weil er die eigenen vier Wände in der Regel gerade als Ferienhaus nicht vermieten möchte. Der will nicht einen Fremden in seinem Bett schlafen haben, aber der Amerikaner ist dann doch ganz anders eingestellt. Der sagt sich, okay, ich kaufe mir diese Bude jetzt hier für, was ich, 15 Millionen. Und dann kann ich da so und so viel Mieteinnahmen im Jahr erzielen und nutze das Haus dann eben den Monat Juli oder August oder September. Selber dann für mich. Ja. Und inwieweit so potenzielle Käufer, inwieweit wollen die dann noch ein bisschen falschen? Also ist das... Das ist eigentlich auch gang und gäbe, dass man dann nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zwischen 3% und 5% verhandelt. Also je nach Verkäufer. Es gibt auch welche, die sagen, nee, du kriegst jetzt eventuell noch die Möbel dazu und das ist die Verhandlungsmasse oder Spanne und das war's. Aber man kann schon sagen, durchschnittlich ungefähr so mindestens 3% Verhandlungsspielraum. Okay. Auch interessant, dass auch viele von meinen Kunden, obwohl sie es nicht müssten, finanzieren, um die Vermögenssteuer zu sparen. Das heißt, sie holen sich eben einen Kredit von einer spanischen Bank hier oder aus ihrer eigenen Unternehmung, aus ihrer eigenen Firma, um dann keine Vermögenssteuer zu zahlen. Okay. Also, gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Ja, klar, genau. Und dazu haben wir dann eben die passenden Steuerberater, die deutsch sprechen, Anwälte. Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, Remus hat das Haus verkauft, nimmt seine Provision und tschüss, sondern ich bin halt mit den Kunden auch im Nachgang noch total eng. Also und die Maklerprovision, also deine Provision, zahlt der Käufer oder der Verkäufer? Maklerprovision in Spanien zahlt immer der Verkäufer, ist dann quasi hier in dem Kaufpreis von 12,5 schon eingerechnet. Okay. Und das ist ja, glaube ich, bekannt, oder? Das ist kein Geheimnis, 6% plus Mehrwertsteuer. Ja. Okay. Ja, und wie viel hast du, was für ein Volumen hast du jetzt zum Beispiel 2023 verkauft? Letztes Jahr verkauft 102 Millionen Transaktionsvolumen, 2022 134 Millionen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr sogar den Rekord aufstellen, weil wir liegen jetzt schon ungefähr, ich glaube, bei 45 Millionen. Okay, jetzt gerade März, Anfang März. Ja. Also ich glaube, dieses Jahr geht es richtig rund hier. Ja, okay. Könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen, ne? Also was hast du gesagt, 122 Millionen? Ja, 102 Millionen, davon 102 Millionen 6%. Letztes Jahr, davon 6% plus Mehrwertsteuer. Richtig, ja. Kommt also, man über die Runden. Das ist jetzt nicht dein reiner Gewinn, aber das ist die klar. Einnahme der Firma. Richtig, genau. Ja. Ja, nee, ist ja. Also wird ja auch nicht von Jahr 1 so gewesen sein. Nee, das ist, also Tag 1 war bei mir tatsächlich so, als ich mich selbstständig gemacht habe, inmitten der Weltwirtschaftskrise 2009, habe ich das folgendermaßen gerechnet. Ein Haus oder eine Immobilie muss ich verkaufen, damit ich die Kosten gedeckt habe. Und beim zweiten habe ich schon was gewonnen. Also dann habe ich schon Gewinn gemacht, dann habe ich schon Geld verdient zum Überleben. Das war so die Rechnung. Und ich habe mir dann gedacht, im ganzen Jahr, 12 Monate, werde ich es ja wohl irgendwie schaffen, 2 Häuser zu verkaufen. So, und letztes Jahr haben wir, ich weiß nicht, 14 Häuser verkauft. 2022 waren es 27 Immobilien.
Also das heißt, das ist dann doch ganz gut. Und letztes Jahr war der Durchschnittsverkaufspreis, lag, glaube ich, bei 9 Millionen fast oder sowas. Deswegen ist das schon eine ganz andere Richtung. Hätte ich ja auch nicht für möglich gehalten. Und gerade als du angefangen hast, wenn man so ein Business aufmacht, da hattest du logischerweise ja noch keine Bekanntheit und da hat dich keiner weiter. Kein Mensch hat angerufen. Na, wie kommt man dann überhaupt zu den Leuten, die die Häuser verkaufen? Also Türklinken putzen. Remus Business Jogging heißt es. Und okay. Das liebe ich. Und zwar heißt es Remus Business Jogging. Ich renne hier durch die Straßen, durch die schönsten Straßen Mallorcas. Knock, knock, olla, olla, hier bin ich wieder. Marcel Remus, guten Tag, wollen Sie zufällig Haus verkaufen? Okay. Und dann sagen die entweder um Gottes Willen nein, weil wir wohnen hier schon seit Jahren. Oder ich habe auch einen Fall gehabt beispielsweise, da erinnern sich die Leute plötzlich an mich, weil ich lasse dann meinen Akquisebrief, meinen Flyer, mein Magazin da. Und dann rufen die dann teilweise im besten Fall ein paar Monate später oder ein Jahr an und dann kriege ich das Haus in Verkauf. Also es hat sich schon bewährt, um eben an Häuser zu kommen, die anderen Makler nicht haben. Mhm. Ja. Das mache ich nach wie vor heutzutage. Also deswegen, das ist das absolute Kaltakquise par excellence, aber ich liebe es, weil du ja auch nie weißt, was erwartet dich. Mhm. Welche Nationalität, welche Sprache. Es gab auch schon heikle Situationen, wo die halt gerade beim Kleberstündchen waren und dann kamen sie nur leicht bekleidet mit dem Handtuch rum und ich stand dann da und sag, hola, hier bin ich, wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Das war ein Engländer damals und er kam, machte die Tür und sagte, what? Und sagte, yeah, you want to sell your house? No. Mhm. War da so halbnackt und dann kam die Frau im Bademantel und sagte, what does he want? Sagte, he wants to sell our house. And what the fuck? No, we're not selling. Okay, wir haben jetzt hier gerade andere Sachen zu tun. Sag ich, okay, sorry, never mind, tschüss. Auf wieder. Hier mein Magazin, wenn ihr irgendwann verkaufen möchtet, ruft mich an. Okay, die haben bis heute nicht angerufen, aber immer noch in der Kiste. Also deswegen. Ja, kann gut sein, ja. Ja, aber gut, das ist ja, also, das finde ich ja immer beeindruckend, ne? Das fällt einem ja nicht zu. Also nein, das ganz ist ja, im Gegenteil. Das ist ja etwas, das kann man ja von außen gar nicht sehen. Ne? Ja. Heute wird es wahrscheinlich anders laufen. Oder machst du es immer noch? Ich mache das immer noch. Das ist das Beste überhaupt an meinem ganzen Job. Ich liebe Kaltakquise und Türklingen putzen, weil du da aber wie wählst du die Häuser dann aus? Ob mir das außen gefällt, ob ich das schön finde oder nicht. Und ich kenne ja jede Straße. Du weißt ja dann auch nicht, ob da Mieter gerade drin sind oder die Besitzer. Nö, aber wenn ich habe da auch schon oft Mieter drin gehabt, dann sage ich, hier haben Sie meine Daten. Wenn Sie was Neues mieten möchten, dann rufen Sie mich an. Mhm. Und wenn der Verkäufer sagt, er möchte sowieso nicht mehr vermieten, sondern verkaufen, rufen Sie mich auch an. Mhm. Und wenn nicht, dann danke für den Kaffee, weil oftmals gerade die Deutschen holen mich dann teilweise auch einfach zum Kaffee und Kuchen rein. Und, die kennen dich dann. Die erkennen mich dann an der Tür, auf der Straße und dann sitze ich da plötzlich bei Lieschen Müller und trinke einen Kaffee. Also, ja. Also da waren die lustigsten Situationen, die sich da schon ergeben haben. Deswegen, das finde ich eigentlich das Beste an dem Job. Mhm. Und natürlich auch diese Menschen, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenzulernen. Ja. So, wir zeigen euch das Haus jetzt nochmal. Also so richtig. Ne? Und wenn das Haus dann verkauft wird, ne, aufgrund des Videos, kriegst du Provision. Dann bin ich... Ich Kameramenschen kriegen Provision. Genau, dann bin ich mit 3% dabei und dann kriegen die auch was. Der will gleich die Hälfte. Ich glaube, es geht los. Du kriegst 1%. Ja, wieso 1%? 3%, ich glaube, es geht los. Wirklich. Ja, wenn das aufgrund des Videos geht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hat das Haus im Video bei mir gesehen und kauft es dann. Ja, okay. Ja? 50-50, das habe ich noch nie gemacht. Ich mache keine Kooperation, außer mit Kai Flaume. Also, wenn ihr Bock habt, dieses Haus zu kaufen, schaut euch jetzt dieses Video an. Dieses Haus könnte deines sein. Das höre ich ja immer wieder, das ist ja auch das Schöne an so einem Drehtag mit mir, ist ja quasi wie ein Tag Urlaub. Ja, ich merke das auch, ich fühle mich total entspannt. Ja, da hast du ja eigentlich heute nichts Geschäftliches. Nichts zu tun, ne? Ja. Selten mal zwischendurch am Handy. Ja, Sonntag habe ich auch selten. Ja, so und jetzt sind wir an einem Ort, den kannte ich sogar vorher schon. Meeting Point. Es ist echt so, dass viele Leute sagen, lass uns da treffen, wo der Remus mit seinem Pferd hängt. Ja? Ja. Fahren die hier in die Tiefgarage rein, kommen hier raus und früher wahnsinnig belächelt, muss ich auch dazu sagen, als ich mir das überlegt habe, eben alles anders als alle anderen zu machen. Wie lange hängt das da schon? Das hängt schon seit 10 Jahren da. Also das heißt, die Kampagne ist neu, die haben wir letztes Jahr neu gemacht, aber das Pferdebild an sich, dieses Konzept, die Idee, mit einem Pferd zu werben, das hängt schon seit über 10 Jahren da. Okay. Und da ich aus dem Reitsport komme, habe ich mir halt auch wieder gedacht, du musst halt eben anders sein, auffallen, deswegen eben mit Pferd. Und du könntest das Foto jetzt jederzeit auswechseln, ja, wenn du wolltest, ja, aber die Fläche, die hast du dauerhaft gemietet. Verstehe. Wie maximal unangenehm ist dir das jetzt selber hier vor deinem Plakat? Das ist ein bisschen blöd, weil ich habe das oftmals, wenn ich irgendwie zum Notartermin laufe oder so, komme hier raus und es gibt dann Deutsche, die dann entgegenlaufen und sagen, das ist doch der vom Plakat und gucken dann zweimal. Dann ist das alles ein bisschen komisch, aber ja, aber es ist halt wie es ist, ja, klar.
Und wenn ich jetzt diese Nummer da anrufe, auf dem Plakat, klingelt ja. dann bei dir das Handy? Nee, es klingelt dann im Büro tatsächlich, aber mhm. ich bin dann der nächste Schritt. Verstehe. Also ja. das muss dann weitergegeben werden. Ja. Bei all dem, und ich habe ja gerade gesagt, heute ist ja so ein bisschen wie ein Tag Urlaub für dich. Und ich habe ja schon auch das Gefühl, du arbeitest extrem viel. Wie viel Zeit für wirklich Privatleben bleibt überhaupt? Ja, so gut wie gar nicht. Aber das ist auch für mich okay, weil ich einfach gesagt habe, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich bin mit meinem Job verheiratet mhm. und es hat komplett Priorität Nummer eins. Und alles andere ist dann hinten angestellt und so ist es auch. Und es okay. ist auch für mich total okay. Und du gehst ja in 2 Jahren in Rente und dann kannst du ja... Kann immer noch heiraten und 10 Kinder kriegen. Dann kannst du ja noch so viel Privatleben. Alles gut, ja genau, kann man das nachholen, ja klar. Es sei denn, die Mama macht Druck. Die hat ja selber sich, die hat sich ja, dann, nachdem sie sich dann getrennt hat, oder wenn Vater sich getrennt hat, hat sie sich ja jetzt einen Freund gesucht, der ja jünger ist als ich. Oh, also, ach stimmt, ja, ja, die Geschichte, ja. Also das ist eine große Geschichte gewesen bei uns. Tatsächlich, weil das für mich anfangs auch nicht so einfach war, das dann einzuordnen und zu akzeptieren, dass dann eben mein Stiefvater, ich muss gerade überlegen, Stiefvater ja, ja, jünger gut. ist als ich selber. Das war auch viel, sehr... Viel jünger? Ich wusste, es wurde ich hab... am Anfang, der wurde immer jünger, das war eine lustige Situation, so, ja. weil am Anfang war er eigentlich älter, aber nach und nach kam dann raus, ach, sie hat ihn älter gemacht. Ja. Ah, ja, 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 und dann kam halt raus, nach und nach, dass er jünger ist, er wurde dann immer jünger und ich bin 37 und er ist... Ich glaube 35 oder so. Okay, das geht nicht. Ja. Aber du hast sie mittlerweile kennengelernt. Ja, ich das passt, alles wunderbar. Passt alles. Am Ende geht es darum, dass es meiner Mutter gut geht, dass sie happy ist und darum geht es wirklich und deswegen ist das alles wunderbar. Verstehe. Ja. Ja, so kann es gehen im Leben. So schaut es aus. Ja, so kann es gehen. Ja, sehr spannend, also spannende Einblicke und tatsächlich ja eine unbestrittene Erfolgsgeschichte. Ja, also Glückwunsch dazu. Danke, danke, danke. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, ja, wie dein Weg so weitergeht. Werde in 2 Jahren genau hinschauen. Ob ich in Rente gehe. A, ob ich zum Geburtstag eingeladen werde. Ja, auf jeden Fall. B, also ich gucke mir aber ganz genau an, wie die Party ausfällt. Ja, okay. Ne? Weil ich habe keinen Paillettensakko griffbereit. Ich habe da noch einige im Schrank für dich. Okay, ich weiß nicht, ob die mir passen. Ne? Und dann natürlich, klar, werde ich natürlich auch gucken, was sich hier so geschäftlich entwickelt. Und bin sehr gespannt, ob jetzt einer von euch das Haus kauft, weil denkt dran, ne? Ja. 3% der Provision ja. gehen ja dann an mich, also überlegt euch das nochmal. Guter Deal. Ja, oder? Und ihr könnt auch wieder was Tolles gewinnen. Ne? Es gibt eine super Reise von meinem Partner Eurowings Holidays, eine Städtereise. Dazu alle Details auf meinem Instagram-Kanal. Aber ihr habt da auch eine Aufgabe. Ihr sollt nämlich kommentieren. Marcel hat ja vorhin gesagt, was er im vergangenen Jahr verdient hat. Und dann hat er gesagt, wie viel Provision er davon bekommen hat. Und das rechnet ihr mal aus und das schreibt ihr in die Kommentare. Und dann interessiert mich natürlich auch, was für ein Bild habt ihr von Marcel? Wie habt ihr ihn heute hier kennengelernt? Also kommentiert fleißig und dann schreibt was Nettes in die Kommentare. Ja, das sowieso. Ne? Und wie gesagt, abonniert seine Kanäle, Instagram, Marcel Remus, YouTube, ja. LinkedIn, TikTok. Und vielleicht, wenn ihr mal irgendwie ein Haus hier auf Mallorca kaufen wollt, dann wisst ihr, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Abonniert natürlich auch Erbenpflaume, denn es gibt ja auch zukünftig noch viele spannende Videos. Macht's gut! Adios! Adios!